Und dann zu meiner Linken kämpft aus der blauen Ecke, ebenfalls Punktlandung im Bantamgewicht, 61 glatt, waren 34 Jahre alt, kämpft um Ruhm und Ehre für ihr Team, die Red Kings. Ihr Applaus für die Frau aus Brüssel, Belgien, Kelly Valkyrie Pinson. So, Valkyrie. Jetzt ist es raus auf das Publikum hier im Castello. Boah, die hat einen Todesblick drauf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Gerd Richter hat die Augen drauf, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Bantamgewicht heißt schnell, flink und eine ausgezeichnete Technik. Ihr Applaus für die Contender Kampf Nummer 8. Larissa Niggemann und Kelly Valkyrie Pinson. 12 Jahre Altersunterschied. Ja, und auch einige Duelle mehr, die schon Kelly Pinson ausgetragen hat. So, Gerd Richter nimmt die beiden Damen nochmal in die Mitte. Ja, die sehen beide sehr tough aus. Vor allem das Punisher-Shirt. Second Sound Betreuer aus dem Ring, Hang frei zur ersten Runde, First Round. Ready, ready. Low Kick. Schön, direkt auch jetzt hier in den Rücken hinein. Direkt abgeklincht von Larissa. Keine 30 Sekunden geht der Kampf. Schöne Knie. So, Larissa ist so, was von der Körperkonstitution her zu sehen ist, schon die kräftigere. Ja, versucht ihr. Schön. Schmeißt jetzt Kelly auch jetzt zu Boden und ist direkt in der Mountposition. Kelly hat mir gesagt, dass sie eigentlich alle Aspekte des Kampfsports trainiert hat. Gesagt, sie hat sehr viel gerungen, sie hat sehr viel Kickboxen gemacht und auch sehr viel Bodenkampf. Aber hier scheint trotzdem Larissa jetzt gerade hier das Oberwasser zu haben. Steigt in die Backmount-Position hinein. Hat auch beide Beine jetzt auch schon drin. Oh, sehr, sehr schlechter Start. Gerade eine Minute in diesem Kampf und schon ist Kelly Pinson in all sorts of trouble, wie man so schön im Englischen sagt. Larissa macht das sehr stark, richtig gut, richtig gut. Kelly versucht hier mitzuschlagen, aber das ist eigentlich das Falsche, was sie hier macht. Larissa macht das sehr gut. Body Triangle, so, jetzt das heißt, sie spannt quasi ein Dreieck um die Hüfte ihrer Gegnerin, kann sie dadurch noch besser kontrollieren. Kelly hält sich hier mit beiden Händen an einem Arm fest, Two-on-One-Grip sagt man dazu. Ja, vorhin hat sie sich erstmal befreien müssen. Mhm. Sie ist gerade auf dem Weg raus aus dieser Position hier auf jeden Fall. Nur da hat eine was dagegen und das ist eben Larissa Niggemann. Ja, die macht das technisch wirklich sehr gut hier, muss ich sagen. Attackiert auch immer den Hals. Ja. Ist wieder hier die Body Triangle und jetzt dreht sie sich rein. Kenny Pinson dreht sich rein. Die wird jetzt gleich hier in der Oberlage sein und dann wird es gefährlich für Larissa. Schön, gut gemacht. Das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass sie sich ganz schnell wenden kann, gerade wenn es am Boden dann so ausschaut, als wenn einer oder eine gerade am Verlieren ist, wirklich ja. am Bestimmen ist und die andere vielleicht so viele Probleme hat, dann wendet die das in eine vorteilhafte Situation um. Ich bin völlig abgelenkt aufgrund der wunderbaren Tattoos, die sie gerade hier hat. Ich sehe die ganze Zeit auf den Oktopus, den sie auf ihrem linken Oberschenkel hat. Eine Schildkröte ist unten am Fußgelenk, soweit können wir noch ergänzen. Ja, da sehe ich auch noch Quallen. Da sind doch noch einige Medusen dabei. Wunderbar, jetzt hätten wir mal das Ganze. Ja, aber wir verpassen hier gerade, dass Larissa gerade Kelly hier in einen Triangle hineingebracht hat, aus dem sie sich jetzt gerade versucht, wieder rauszuwinden. Macht sie gut. Schön wieder raus. Aber Larissa ist jetzt hier wieder dran. Auch jetzt am Armhebel. Wenn sie das linke Bein, ah schade, hätte sie das linke Bein über den Kopf bekommen, hätte sie den Kampf beenden können. Aber stark, was diese zwei Frauen hier zeigen. Ja, technisch ist das ganz ordentlich. Schön im Armhebel drin. Und das slammt sie. Brandgefährlich hier für Pinson. Das ist hier wirklich ein sehr, sehr spannendes Duell. Sehr, sehr spannendes Duell.
So, langsam muss loslassen. Ich habe es wieder frei gemacht. Es sieht nicht nach viel aus, aber bisher ist für mich Larissa diejenige, die hier vorne liegt. Denn sie hat zweimal einen gefährlichen Griff anbringen können. Einmal den Armhebel und einmal ist sie im Rücken gewesen und hat den Hals attackiert. Sie macht auf jeden Fall die Techniken oder sie versucht die Techniken, um den Kampf hier vorzeitig zu beenden. Und das ist das, was bei den Punktrichtern am höchsten honoriert wird. Aber was auffällt, ist, dass Kelly Pisson nicht aufgibt, nicht eine einzige Sekunde zurückgesteckt hat, gar nicht auch versucht, freizukommen, um ein bisschen Luft zu kriegen, ja, sondern sofort wieder selber in die Offensive übergeht. Ja, die haben beide viel gearbeitet in dieser ersten Runde. Das war eine kräftige und auch eine kraftraubende Runde für beide Kämpferinnen. Ende der ersten Runde. Doch, das war Werbung fürs Frauen-MMA. Ja, der Wurf von Larissa. Ah, es war ein Wurfversuch, aber Kelly ist da mehr oder weniger gestolpert. Der Move hätte den Kampf beenden können eigentlich. Hat sie schön nochmal gemacht. Larissa, ich würde sagen, Larissa, ja, sie hatte zwei Situationen, wo sie den Kampf hätte beenden können. Kurz davor war. Ich denke, es wird auch nicht lange dauern, dass Larissa jetzt gleich wieder den Clinch sucht und versucht, Kelly zu Boden zu bringen. Obwohl die Taekwondo-Kämpferin, stark. Und jetzt nochmal ein Wurf. Stark, jetzt hat sie mal die Taekwondo-Kämpferin ein bisschen rausgelassen. Stark, was die beiden Damen hier abliefern. Und Kelly hat jetzt Larissa gegen den Käfig gedrückt. So, arbeitet auch mit dem Knie zum Körper. Und immer wieder ein Hin und Her, wer den anderen pinnt. Jetzt bin ich mal gespannt. Das möchte ich mal ansehen. Na, die Larissa, die lacht. Die hat Spaß hier. Schön, jetzt geht sie nach vorne. Stürmt nach vorne. Oh, schön den Tritt gedeckt und reingegangen zum Schlagabtausch. Und da stellt sie sie wieder am Käfig. Das ist Kräftezehren für beide. Ringerisch macht sie hier sehr, sehr viel richtig, muss ich sagen. Kelly wirkt auf mich ein bisschen unbeholfen in diesen Situationen. Ah, das war jetzt wiederum nicht sehr gut. Sie hat beide Underhooks, sie hat beide Griffe unter den Achselhöhlen. Versucht sie mit einem Drehmanöver jetzt wieder in den Käfig reinzubringen, aber wird selber rangepinnt. Immer schön aggressiv mit den Knien. Die bewegen sich hin und her hier die ganze Zeit. Jetzt kommt Kelly mit den Knien. Sie will hier aber auch nicht auf den Boden. Ansonsten hätte sie schon längst geworfen. Sie will es versuchen, hier im Stand zu halten. Hat auch jetzt eine gute Clinch-Situation, eine gute Clinch-Position. Oh, und jetzt geht Larissa wieder auf eine Submission. Sie hatte gerade den Griff um den Kopf. Die Guillotine war im Ansatz. Und Kelly in der Oberlage. Hälfte der zweiten Runde ist vorüber. So, Kelly Pisson, die arbeitet jetzt ein bisschen mehr oben mit den Händen. Da haben wir wieder die Position.
Kopf gegen den Käfig ist meistens keine sehr gute Startposition, um einen Kampf zu beginnen. Jetzt gerade hier, jetzt wird sie hier quasi gegen den Käfig gestackt, stapelt. Ja, aber und dreht sich weg und sich wieder bewegt raus. Weg davon. Oh, jetzt geht sie wieder in die Triangle hinein. Da muss Kelly sehr, sehr aufpassen. Da war sie vorhin in der ersten Runde schon mal drin. Da gab es einen Armhebelversuch und auch einen Triangle-Versuch. So, in welche Richtung müsste jetzt Larissa sich bewegen? Sie müsste sich nach links bewegen. Sie müsste versuchen, das Bein zu greifen. Oh, sie ändert den Griff jetzt. Ist jetzt tief in der Triangle drin. Das kann den Kampf beenden. Jetzt greift sie nach dem Bein. Jetzt greift sie nach dem Bein. Jetzt kann sie den Kampf beenden. Eine Minute noch für Kelly Pison. Mal schauen, ob sie das noch aushält. Ganz, ganz brenzlige Minute jetzt. Ja, Larissa beißt die Zähne schon zusammen. Oh, Kelly kommt da noch raus. Armhebel. Aber der Winkel stimmt nicht ganz. Das sieht zwar jetzt etwas stressig aus, aber das kann Kelly aushalten. Da, schön, stark. Starke Kämpfe. Da kommt sie noch mal raus. Sehr gut, sehr gut. Stark jetzt trotzdem für Niggemann. So, 30 Sekunden noch. Ja, die schnauft doch ganz gut durch, Larissa Niggemann. Das hat auch Kraft für sie gekostet. Ja, aber das ist jetzt so einer der Move, der, also der Bewegung. Damit hätte sie den Kampf beenden können. Und dafür, ich meine, Pison ist jetzt zwar in der Oberlage, aber sie ist nur am Verteidigen. Sie ist nicht wirklich am Punkte machen. Sie schlägt jetzt nicht wirklich. Larissa hätte hier den Kampf jetzt fast beendet. Ja, es läuft auf einen Sekunden. Sieg. Für die Deutsche hinaus. Für die Deutsche hinaus. Oh, da nochmal der Armhebelansatz. Ja, da ist die Zeit jetzt auch zu knapp. Das wird nicht mehr reichen. Ende des Kampfes. Sehr starker Kampf, sehr starker Kampf. Gute Werbung fürs Frauen-MMA. Und ich denke auch eine gute Werbung für die Veranstaltungsserie, dass Frauenkämpfe reingenommen werden. Das ist schon ungewöhnlich. Kelly reckt hier die Hand nach oben. Die ist auch noch fit, die könnte auch noch eine dritte Runde machen. Bei Larissa würde ich das aber auch jetzt mal behaupten. Ja. Hätte ich gerne noch mal eine dritte Runde gesehen. Da hier wieder die Guillotine. Larissa wird geslammt, muss die Guillotine dann loslassen. Sie hat einfach immer wieder Submission-Versuche gehabt. Im Stand sah sie auch nicht schlecht aus. Ladies and Gentlemen, geht von MMA-Kampf über die Rundenmaße mal eng. Und es war ein großartiger Kampf. Die Judges sind angehalten, sich zu entscheiden, mussten sich entscheiden, haben das auch getan. Der Sieg geht in die Runde Ecke an Larissa Niggemann. Ja, und verdientermaßen. Ja,